Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir sind mit Millie Mack hier in Echad Uyal im Morgultal und haben folgende Aufgaben hier an der Seite. Die stehen mir noch sozusagen zur Verfügung hier in diesem Land. Und ja, ich denke, wir halten uns erstmal an die, die noch weiß sind, die orange sind. Also eins davon ist auf jeden Fall unser Epos. Und das andere ist aber in der gleichen Region, nämlich beides direkt in Minas Morgul, also hier im im Turm von Minas Morgul. Okay, wir sollen Barnam Lugan auskundschaften. Anzahl bezwungener Gegner in Ethel Gwauer. Mal gucken, was davon näher ist. Und begibt euch nach. Okay, das ist da hinten. Und das andere ist da. Okay, das scheint mir aber doch ein bisschen weiter weg zu sein. Warum ist das so flammend? Sind die anderen auch so? Nee, okay. Gut, dann begebt euch noch Estulat. Lan. Dann machen wir das mal als Fokus. Und setzen uns mal auf unsere Ziege. So, wir müssen jetzt also runter und über die Brücke. Richtig? Wie kam ich hier nochmal raus? Hilfe, Hilfe. Ja, es gab schon wieder ein Producer-Newsletter, in dem sozusagen ein bisschen der Fahrplan für dieses Jahr vorgestellt wurde. Und ich meine gelesen zu haben, dass schon gleich im März noch eine weitere Erweiterung dazu kommt. Oder, naja, eigentlich kam ja gerade erst das mit den drei Gipfeln, aber da sollte halt noch was kommen. Und am Ende des Jahres kommt man dann auch bis nach Gundabad rein. Da scheint noch so einiges zu kommen. Ich habe jetzt den Text nur überflogen. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass es ein neues Level-Cap oder irgendwie sowas geben soll. Aber man weiß ja nie, vielleicht ja doch. Hier liegt ein toter Ork. Tote Orks sind gute Orks. So, wo müssen wir lang? Aha, wir hätten hier hinten über die Brücke gemusst. Ah, okay. Hier sollten wir hin. Barnam Lugan liegt strategisch günstig zwischen Minas Morgul und Cirith Ungol. Aha, und das sind jetzt unsere Aufgaben, die wir haben. Beschafft euch Befehle bei einem Ork. Und zerstört Ork-Waffen und abscheuliche Vorräte. Und bezwingt Orks und Urukai in Barnam Lugan. Mhm. Und wahrscheinlich auch wieder irgendein Boss. Wollen wir doch da mal reingucken. Bist du alleine? Es sieht ja so aus. Wir gehen mal ein bisschen vom Weg weg, falls da jetzt doch noch irgendjemand patrouilliert. Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie schwer ich mich manchmal tue, wenn ich eine Woche lang ein Spiel nicht gespielt habe und dafür irgendwas anderes, aber ähnliches, so wie jetzt in letzter Zeit, da habe ich sehr viel Neverwinter gespielt. Dass ich schon gleich nicht mehr genau weiß, was ich machen muss. Eins. Ork-Waffen, Ork-Vorräte, aha. Marodeur. Ah, der Hauptmann, der hat vielleicht die Papiere, die wir brauchen. Wir locken ihn mal ran. Ich habe vergessen, was zu essen. Das heißt, wir sollen von irgendeinem Ork die Befehle besorgen, dann doch bestimmt vom Hauptmann. Aber wo hier ist ja auch noch der Boss hat einen richtigen Namen. Lakshat, Laukshat, Lukshat, irgendwie so. Laukshat. Ich bin entwaffnet, du Schwein. Thank you.
So, jetzt haben wir es ja mal bald. Wir halten uns auch ohne Essen ziemlich gut, muss ich sagen. Ah, der hatte gar keine Befehle. Traurig. Wollen wir als erstes hier kurz nehmen? Ist das hier Wagmeister? Mhm. Ah, eine Truhe. Ich habe allerdings noch gar keine Urukai hier gesehen. Aber gut, die werden hier schon irgendwo sein. So, wir haben auf jeden Fall, ja, jetzt die Waffen gesehen, die Vorräte, die Orks. Wir haben sogar den Hauptmann schon platt gemacht, aber nicht den Boss. Und ja, alles Weitere ist, glaube ich, einfach immer nur Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. So, da vorne haben wir mal einen Urukai. Es ist tatsächlich jetzt auch schon der dritte, den ich sehe. Wieso kommt man denn hier bitte nicht durch? Ha, müssen wir erst den da oben besiegen? Na gut, meinetwegen. Ich denke, wir sind ganz gut mit dabei. Ich habe die Befehle schon gefunden. Die hatte tatsächlich einer von solchen Urukai. Ich glaube auch Bogenschütze. Die sollte man dann hier in einem großen Lagerfeuer verbrennen, habe ich gemacht. Und damit die Aufgabe abgeschlossen. Wir haben 8 von 10 Orks. Das hier ist der 9. Wir haben 2 von 6 Urukai. Der da hinten wäre also mein dritter. Und den Boss haben wir noch nicht. Dafür haben wir 7 von 8 Waffen zerstört und 9 von 12 Vorräten. Also wie ihr seht, wir sind wirklich ziemlich gut mit dabei. So, grundsätzlich finde ich, dass es hier in dem Land zum ersten Mal wieder deutlich einfacher ist, seit Mordor eigentlich war. Ne? Seit Mordor, finde ich, sind die Aufgaben ziemlich schwer geworden und haben sich halt auch so gehalten. Also auch in den Beorninger Ländern und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, auch im Düsterwald, ne, der war auch noch dazwischen. Sonst noch irgendwas? Keine Ahnung. Die fand ich alle ziemlich schwer. Dabei war ich da auch immer in etwa in dem Levelbereich, in dem man da sein sollte. Und ich habe jetzt ja auch nicht irgendwie eine krassere Ausrüstung bekommen oder so. Ich weiß, dass sie damals gesagt hatten, Mordor solle schwerer sein, als es die anderen Länder bisher waren, weil sich viele halt eher darüber beschwert haben, dass es ihnen immer zu leicht ist. Aber ich dachte, das galt halt nur für Mordor. Aber ich fand halt auch, wie gesagt, alle Länder danach ziemlich schwer. Und das ist zum ersten Mal wieder eins, wo ich sage, hier komme ich echt gut mit klar. Also da habe ich jetzt auch nicht so ein Problem, wenn mich auf einmal 2 oder 3 angreifen. Schaffe ich trotzdem. In den Ländern davor hatte ich schon mit einem einzelnen normalen Mob schon teilweise wirklich Probleme. Also, dass ich die kaum geschafft habe. So, hier oben ist doch bestimmt irgendwo euer Boss. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Urukai. Und ihr seht ja schon allein daran, dass ich mich hier zum Beispiel mal nicht unsichtbar mache, um durchzugehen. Sonst habe ich mich immer an allem vorbeigeschlichen. Ah, da ist der Boss. Gut, ich werde natürlich hier auch keinen Ork und keinen Urukai mehr besiegen, als ich muss. Einfach weil ich das immer sehr zeitraubend finde. Aber auch das geht hier halt wieder. Ich habe auch zum ersten Mal wieder mehr Moral als meine Gegner. Und sogar deutlich mehr. Also der hat 116, ich habe fast 140.000 Moral. Das ist schon nicht schlecht. Also ich habe über 20.000 mehr als der. Huch. Werf ich dir halt einen Stein am Kopf. Okay, bist du denn auch ein Urukai? Vielleicht zählt er ja als Urukai. Machen wir erstmal hier den Fraß weg. Zack, davon brauche ich noch 2. Das ist der letzte hiervon. Mordor Kriegsanführer. Oh. Der ist auch ein bisschen krasser drauf. Haha. Der ist natürlich noch krasser drauf. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist es sinnvoll, den einen vor dem anderen zu besiegen, weil der die sonst alle ruft? So, komm, iss schneller. Okay. Wir greifen ihn einfach mal an, wir werden ja sehen. Ziehen den hier hinten hin. Schön aus der Reichweite von den anderen. Der sieht ja krass aus. Ja, ich hatte in diesem Producer Letter auch gelesen, dass entweder Arzog oder sein Bruder oder so hier
eine Rolle spielen im weiteren Verlauf. Also wahrscheinlich ist es dann irgendwie der Herr von Gundabad oder so, wer weiß. Und irgendein Zwerg, den man wahrscheinlich schon kennt, wenn man bis dahin gespielt hat, wo man jetzt kommt. Ich kannte den Namen jedenfalls nicht. Ja, wie gesagt, ich habe es auch nur so kurz überflogen und wollte halt einfach nur wissen, wie viele Erweiterungen kommen in etwa wann im Jahr. Und wie gesagt, da war schon im März was, dann im Juni, dann hieß es irgendwie im Sommer und im Herbst. Also da war überall war irgendwas. Und man kann also deswegen echt nicht sagen, obwohl das Spiel ja schon so alt ist, kann man echt nicht behaupten, dass das Spiel hier tot wäre oder so. Kann man echt nicht sagen. Da tut sich so viel. Oh, komm. Gib auf. Na, komm. Zwei, drei Schläge noch. Das ist aber zäh hier. Na also. Okay, wir brauchen noch einen Ork und einen Urukai und zweimal Vorräte. Seltene Mordor-Truhe. Da haben wir erst eine von sechsen. Ja, dich wollte ich sowieso gerade holen. Komm mal irgendwie ein Stück weiter, nicht, dass der Boss gleich wieder zurückkommt. Das müsste dann ja der letzte Ork sein. Und ich meine, ich hätte ja auch schon noch irgendwo einen Uruk herumstehen sehen. Wenn nicht, dann holen wir uns den, der vorhin hier hinten stand. Okidoki, wir haben alles. Stellen wir uns mal kurz hier hin, geben schon mal die Sachen ab, die wir abgeben können. Zack. Und zack. Und was heißt es jetzt? Sprecht mit Anborn. Und Anborn befindet sich... Ah, ich glaube, in dem Lager war ich noch nicht. Ist halt die Frage, kommt man da auch irgendwie durch? Oder wie komme ich da hin? Das ist die Frage, die sich mir hier stellt. Moment. Also nur hier oben rum. Hm. Sirith Ungol. Hm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss noch anders gehen. Ja, genau. Gut, dann werde ich mal versuchen, meinen Weg zu finden und wir sehen uns dann hoffentlich gleich bei Anborn wieder. Oh, eine leuchtende Seite. Das haben wir ja schon ewig nichts mehr gefunden. Das ist auch die erste. Ich sage ja, wir haben ewig nichts mehr gefunden. Unser Feind ist grausam und kennt keine Gnade. Aber mein Volk und auch das Eure haben ihren Mut wieder und wieder bewiesen. Wo sind wir denn hier hingekommen, dass das knallrot ist? Ja, eigentlich nur auf der Suche nach Anborn. Das hier ist doch... Hier ist aber auch ein Ring. Waldläufer von Ithilien. Was willst denn du? Willst du zufällig auch, dass ich mit Anborn spreche? Schön, unterwegs ein freundliches Gesicht zu sehen. Finde die gerade Treppe. Jetzt nicht. Machen wir später. Wir müssen erstmal hier in das Lager. Da geht's rein. Ach, guck. Aber der Steinmeister ist freigeschaltet. Aber ich war hier noch nicht. Hier gibt's ja so einiges. Verbesserte Rezepte. Goldschmied. Goldschmied. Warum denn nur die? Da oben ist Anborn. Kochgilde. Hey, cool. Da gucke ich nachher mal nach. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Bang. Gut, bevor wir jetzt aber hier weitermachen, ich muss mal ganz kurz gucken, sind wir irgendwie in einem anderen Gebiet? Nach Ithilien. Nee. Nach Morgultal. Ah, man kommt hier wieder zur Kreuzung. Wie cool.
Ich glaube, an dem Stallmeister war ich auch noch nicht. Okay, ich gucke mal, was hier mein Rezeptemensch hat. Und ansonsten würde ich aber sagen, wir machen erst noch mal die anderen Aufgaben, die da weiter hinten drin sind. So, der Typ, mit dem wir reden sollten, der ist gar nicht so weit weg. Das ist nämlich gleich der hier gewesen. Bitteschön. Ich sehe, Legolas hat euch erreicht. Finde ich schön, gerade unterwegs Treppe. Ein freundliches Gesicht zu sehen. Ach, vielleicht ist das ja einfach auch. Ja, das ist einfach auch hier. Okay. Die Sache mit den Spinnen. Mhm. Ja, jetzt nicht. Ich habe gerade noch mal zwei weitere Seiten gefunden. Die waren auch alle da an dem Lager, wo wir gerade eben waren. Das hier ist wahrscheinlich dann die Treppe, die Frodo und Gollum und Sam genommen haben, um nach Cirith Ungol hochzukommen. Ah, cool. Da ist sie ja. Also wenn das keine gerade Treppe ist, weiß ich auch nicht. Alte Seite, ach, was anderes. Oh, es nervt ein bisschen mit allein diesen ganzen eure Stimme Seiten. Zu hören, wäre Balsam für mich. Aber das Risiko erscheint mir zu gewagt. Die machen mein gesamtes Aufgabending so voll. Ich habe echt so viel von diesen Seiten seit Mordor. Und ich habe erst, weiß ich nicht, eine einzige habe ich komplett. Und wir haben aber bestimmt 10 angefangen oder so. Bei den meisten fehlen mir nur so 3-4 Dinger. Aber, ja. So, hier ist doch bestimmt bald irgendwo dieses Lager. Da ist es. Tada! Legolas winkt euch zu Werdet sich. Werdet ihr mir helfen, meine Last zu tragen? Minas Morgul. Stimmt, den habe ich auch noch nicht. Zu weit. Willkommen in Cirith Ungol. Mablung, ich habe hier viel zu erledigen. Und glatt hier. Und könnte dabei die Hilfe eines vertrauenswürdigen Freundes wie euch sehr gut gebrauchen. Ja, wir reden nochmal schnell mit denen hier, wenn sie mit uns reden Unsere wollen. Unsere Aufgabe in Cirith Ungol lautet, herauszufinden, ob sich dort noch weitere Gefahren für Ithilien versteckt halten. Bestimmt sogar. An verschiedenen Stellen haben wir Spuren gefunden, in Form und Größe wie von Menschen, die ganz plötzlich verschwinden. Im Osten gibt es wie erwartet viele Spinnen. Sie strömen aus Torech Ungol wie eine faulige Flut des Verderbens. Ich flehe euch an, mir umgehend Hilfe zu schicken, damit ich endlich heimkehren und euch wiedersehen kann. Euer geliebter Celeborn. Aha, Celeborn und Galadriel wahrscheinlich. Interessant. Gut, dass uns so viele geschickte Waldläufer zur Verfügung stehen. Sie haben uns viel erspart. Beginnen wir mit diesen mysteriösen, geflügelten Männern. Boroval wahrscheinlich. Ja, okay. Jetzt nicht. Ich will mal ganz kurz gucken, wo geht's denn hier noch hin? Nach Cirith Ungol. Da ist Torech Ungol. Also hier ist der Tunnel, wo die Spinne haust. Okay, wir haben hier noch diesen Stallmeister. Den will ich jetzt auch nochmal freischalten. Dann haben wir nämlich alle und dann machen wir für diese Folge nämlich auch wieder Schluss in diesem Lager, was wir dann da erreichen. Wie ihr seht, es gibt hier noch massenweise zu tun. Wir machen... Meldet euch bei einem Kriegsstallmeister. Das ist ja auch noch. Sind das zufällig diese blauen? Es gibt ja so ein paar, die werden einem so blau angezeigt. Ich wusste immer nicht, was das für welche sein sollen. Es ist auch vielleicht das, ne? Dieser schmale Pfad lädt zu sehr zu einem Hinterhalt ein. Zu sehr? Ich guck mal auf der Seite von der Brücke. Vielleicht liegt hier ja auch irgendwo noch ein Zettel. Faramir. Aber mit dem haben wir schon mal gesprochen. Und dann waren wir noch nicht beim Reitmeister in Minas Morgul. Merkwürdig. Aha. Eine kleine Luke ragt aus dem Fuß des Turms. Kleine Luke ist gut. Glaube allein wird den Feind nicht aufhalten. Ja, jetzt haben wir ja schon 2 Sachen von der Patrouille gemacht. Wir brauchen noch insgesamt 4. Wo sind denn die hier? 1, 2, 3, 4. Einer hinter uns und 2 vor uns. Feste der Torwächter. Na gut, dann machen wir das eben.
Wow, ist das unheimlich. Guckt euch das an, ey. Der Eingang zu Milas Morgul ist zu schwer bewacht für einen Frontalangriff. Wieso? Also, einen schaffe ich. Ja, da ist nochmal so eine seltene Kiste. Hinter dem Eingang zur toten Stadt lauern viele Feinde. Bezwingt Gegner in Minas Morgul. Gerade eben hieß es ist zu schwer, um da einfach durchzulatschen. Jetzt sollen wir da einfach durchlatschen? Das wäre der Epos, aber wie gesagt, ist ja orange. Machen wir jetzt nicht. Wir patrouillieren hier unsere letzten drei Punkte noch zu Ende. Und, ja, verabschieden uns dann erstmal wieder für heute. Da haben wir doch ganz gut was aufgeholt. Hier irgendwo. Der Turm besitzt keinen sichtbaren Zugang. Und von hier hinten geht es aber bestimmt irgendwo. Ganz schön wurmig hier. Die Mauer ist glatt und unerklimmbar. Tja. Bezwingt Gegner in Minas Morgul. Nee, sprecht mit Damrod. Wo, in welchem Ort warst du? Da drüben. Okay, also hören wir sozusagen wieder da auf, wo wir angefangen haben. Sehr schön. Ugh. Lag. So, Damrod. Bitteschön. Nun denn. Oh, schließt die Instanz, betretet Barad Angas. Warum? Ich hasse Instanzen, das wisst ihr doch. Peyton. Ich kenne jemanden, der mit Nachnamen so heißt. Na gut, dann würde ich aber sagen, dass an dieser Stelle für heute wieder Schluss ist. Haben wir denn, wie sieht es in unserem Inventar aus? Was ist eigentlich das hier? Isilens Handwerkskomponenten, aha. Und ja, wenn solange ich hier keine Bank habe, ich müsste mal irgendwie Zeug wegpacken. Aber ja, ich habe jetzt keine Bank gesehen. Ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge für heute wieder zu Ende ist. Und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.